Der HomePod von Apple wurde am 9. Februar 2020 zwei Jahre alt. Und obwohl viele mit einem Nachfolgermodell in der ersten Hälfte von 2020 gerechnet haben, hat Apple bislang nichts dergleichen angekündigt. Ich habe in meiner Wohnung nicht ein, nicht zwei, sondern gleich drei von ihnen seit längerer Zeit im Dauereinsatz und werde in diesem Video die Frage klären, ob der HomePod einen Nachfolger in 2020 braucht und was wir dabei von Apple erwarten können. Die Gründe, sich auch heute noch für einen HomePod von Apple zu entscheiden, sind relativ einfach. Da wäre zunächst der einfach nur bombastische Sound, der im Stereo-Modus von zwei HomePods sogar noch einmal spürbar besser wird. Ich sage euch, das müsst ihr gehört haben. Hierbei sorgt ein Ring aus insgesamt 7 Hochtönern für einen raumfüllenden Klang, der sich in Abstimmung mit den verbauten Mikrofonen automatisch an die Begebenheiten von jedem Raum anpasst, und dank eines Tieftöners, der oben im Lautsprecher verbaut ist, liefert der HomePod einen tiefen und satten Bass, der selbst bei niedriger Lautstärke immer noch präsent ist. Ach, und wer ein Multiroom-System braucht, der ist hier ebenfalls in der richtigen Adresse. Der HomePod ist neben Sonos einer der wenigen smarten Lautsprecher, die hierbei wirklich glänzen können. Stellt ihn einfach in verschiedene Räume und genießt nahtlos in jedem Raum gleichzeitig eure Musik. Insbesondere beim lästigen Aufräumen, wenn man hierbei häufig von einem Raum in den nächsten geht, einfach nur genial. Dann wäre da noch die gelungene Integration in Apple HomeKit. Der HomePod fungiert in eurer Abwesenheit als Steuerzentrale für eure smarten Geräte und man kann mit Siri jegliches HomeKit-Zubehör bequem über seine Sprache steuern. Apropos Siri. Ja, Siri ist nicht der schlauste Sprachassistent, dafür ist Siri aber zuverlässiger und nachgiebiger als vergleichbare Sprachassistenten von Google oder Amazon. Und hat man sich einmal darauf eingespielt, welche Befehle Siri ausführen kann und welche nicht, werden 9 von 10 Befehlen zuverlässig unmittelbar ausgeführt. Hierbei wäre dann noch erwähnenswert, dass Siri euch selbstverständlich auch dann versteht, wenn ihr gerade laut Musik spielt. Das ist insbesondere bei smarten Lautsprechern im niedrigen Preissegment häufig ein großes Problem. Und was das Thema Datenschutz angeht, müssen wir, glaube ich, gar nicht erst anfangen. Ich für meinen Teil vertraue Apple auf jeden Fall lieber meine höchstpersönlichen Daten an als irgendeiner anderen Firma. Bevor ich mit den Gründen weitermache, die gegen den HomePod sprechen, hätte ich noch eine Bitte an euch. Videos wie dieses machen einfach unheimlich viel Arbeit und deswegen wäre ich euch wirklich sehr dankbar, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und diesem Video einen Like geben würdet. Ihr helft mir damit einfach ungemein und es kostet euch nur eine Sekunde. Die Gründe, beziehungsweise eigentlich der Grund, denn es gibt nur einen einzigen Grund, der gegen den HomePod spricht, ist sein Preis. Den Fakt, dass der HomePod ausschließlich im Apple-eigenen Ökosystem funktioniert, keinen AUX-Anschluss besitzt und nur über AirPlay angesteuert werden kann, klammere ich hierbei bewusst aus. Der HomePod ist für das Benutzen in Apples Ökosystem, insbesondere mit Apple HomeKit, konzipiert und wer damit nichts anfangen kann, der sollte sich definitiv nach einem anderen smarten Lautsprecher umsehen. Doch nun zum Preis. Mit 329 Euro unverbindlicher Preisempfehlung ist der HomePod meiner Meinung nach eines der Produkte von Apple mit der besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, ihr habt richtig gehört. Glaubt mir, allein der Lautsprecher ist diesen Preis zu 100% wert. Aber wenn man den HomePod effektiv in sein Smart Home integrieren will, dann möchte man eigentlich in jedem Raum einen stehen haben. Auch in solchen, in denen man mit dieser Klangqualität nicht unbedingt etwas anfangen kann. Und dann werden aus 329 Euro sehr schnell 1000 Euro, wenn man damit gerade mal wie ich seine Küche, sein Schlafzimmer und sein Wohnzimmer ausstatten will. Okay, zugegeben, wenn man die HomePods gebraucht kauft, was ich definitiv jedem empfehlen würde, dann kriegt man einen HomePod bereits für ca. 230 Euro. Doch auch 700 Euro sind immer noch enorm viel Geld, um damit gerade mal 3 Räume effektiv in sein Smart Home einzubinden. Und wie gesagt, die starke Klangperformance braucht man hierbei einfach nicht in jedem Raum. Smarte Lautsprecher von Google oder Amazon gibt es bereits ab 30 Euro, was es einem ermöglicht, zu einem sehr viel geringeren Preis viel mehr Räume im Haus effektiv einzubinden. Brauchen wir also einen HomePod 2 oder gar einen HomePod Pro? Eindeutig nein. Und ich glaube auch nicht, dass Apple in naher Zukunft einen solchen auf den Markt bringen wird. Ich wüsste bis auf einen neueren Chip unter der Haube auch einfach nichts, was man an diesem HomePod verbessern könnte. Was wir jedoch brauchen, ist ein günstiger HomePod und wenn man den Gerüchten glauben mag, dann wird ein solcher HomePod Mini auch noch in diesem Jahr präsentiert werden. Dabei soll es sich dann einfach um einen etwas kleineren HomePod handeln, der weniger Wert auf die Klangqualität legt, dafür ansonsten aber die gleichen Funktionen bietet. Ich hoffe dabei nur, dass Apple die Preismarke von 100 Euro nicht überschreiten wird. Ein HomePod Mini, davon würden sich bei einem Preis von unter 100 Euro wahrscheinlich viele gleich mehrere ins Haus stellen. Das ist der HomePod, den wir aktuell wollen und brauchen. Und ich hoffe ehrlich gesagt, Apple lässt sich nicht mehr allzu viel Zeit damit.
So, das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen und wenn ihr wissen wollt, wie man sich in 2020 ein ultimatives Mac Mini Setup zusammenbaut, dann habe ich euch meine Playlist hierzu einmal in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten sage ich danke fürs Zusehen und wir sehen uns wie immer im nächsten Video.